Hallo meine Lieben, da ist er wieder, euer Uwe. Hier schön entspannend in der Morgensonne sitzend in Masashakra Village. Und Frühstück habe ich schon hinter mir. Das Restaurant macht um 6 Uhr auf. Und da hatte ich schon meine zwei kleinen Brötchen mit ein bisschen Käse und ein bisschen der ägyptischen Salami und meinem Kaffee. Und jetzt sitze ich hier nochmal so ein Stündchen und mache meinen Tagesplan und warte, bis meine Taucher kommen. Es sind einige Taucher schon da. Ich fahre mal rüber so langsam hier zum Dive Locker. Da drüben seht ihr, da ist schon so einige Aktivität. Sind also die Taucher sind zum Teil schon früh auf den Beinen. Denn du kannst morgens ab 6 Uhr kannst du loslegen mit der Taucherei. Und das ist natürlich schon eine tolle Sache. Also wirklich vorm Frühstück 6 Uhr Early Morning Dive kannst du schon ins Wasser stapfen. Und dann geht es auch schon los, zum Teil zu diesen Halbtagesfahrten. Da geht es von hier zu Elphinstone. Das ist ungefähr 30, 40 Minuten Fahrt mit dem Zodiac. Und dann wird dort getaucht, ein Tauchgang, und geht wieder zurück. Das sind natürlich extra Kosten. Ja. So, bei mir ist die zweite Woche angebrochen. Großteil der Gruppe ist jetzt schon wieder zurück nach Deutschland. Ich habe also hier noch sechs Leute, davon zwei, die heute dann abreisen. Und es wird jetzt so die letzten Tage nochmal so ganz entspannt und relaxed. Auch für mich. Aber was steht heute an? Heute ist Tieftauchgang geplant. Mit Romald, der macht Extended Range. Extended Range heißt, man geht bis zum Limit der Luft tauchen. Das Limit wurde von den Verbänden natürlich ein bisschen reduziert, von 66 Metern auf 55. So ist also heute der Plan, 55 Meter. Und da haben wir hier eine wunderschöne Stelle hier vorne am Hausriff. Da kann man wunderschön ganz entspannt abtauchen. Bis 55 Meter gibt es also auch noch Korallen. Also das wird ein schöner Tauchgang. Wir haben uns die letzten Tage da so ein bisschen daraufhin trainiert und immer ein bisschen tiefer, ein bisschen tiefer. Und das Schöne ist ja hier, du bist ja auch richtig gut vorbereitet. Das heißt also, wir haben einen Tauchplan. Wir haben hier natürlich im Camp nicht die Möglichkeit, große Partys zu feiern. Man könnte, wenn man wollte, aber in der Regel ist jeder Abend so um 9 Uhr in den Federn. Und das, was man trinkt den ganzen Tag, ist alles nur kein Alkohol. Also hier wird viel Wasser getrunken, Kaffee, Tee und Cola und Sprite und Fanta. Ja, also mit Alkoholexzessen muss man hier nicht rechnen. Und von daher ist das natürlich eine perfekte Vorbereitung auch für so einen tiefen Tauchgang. Das Riff ist perfekt dafür. Du kannst von dieser Tiefe ganz leicht aufsteigen, ohne groß jetzt Etappen machen zu müssen. Es ist also wunderschön sanft aufsteigend. Und von daher wird das also ein erfolgreicher Tauchgang. Danach habe ich dann Elena noch für einen Tauchgang. Die macht ihren Open Water Kurs fertig. Da sind heute die letzten Tauchgänge dran. Und da ist natürlich die Freude, dass man sieht, dass Leute natürlich mit dem Tauchen begonnen haben und die Begeisterung finden und jeden Tag mit größerer Begeisterung im Grunde ins Wasser gehen und einfach die Fische angucken. Also das ist natürlich für den Tauchlehrer ist das immer so das Highlight, wenn man seine Schüler sieht, wie sie sich so langsam loslösen und mit dem Partner dann losschwimmen und lostauchen und wirklich den Spaß dabei haben. Also das ist schon eine tolle Sache. So. Jetzt schlucke ich hier noch ein bisschen meinen Kaffee, trinke hier meinen Kaffee noch. Und wenn es dann da drüben losgeht, stelle ich die Kamera hin und dann schauen wir mal, dann seht ihr auch mal, wie das dann so abläuft am Locker, was wir so machen. Und ja, dann hoffen wir, dass wir einen guten Tag haben. Und ich, ja, der alte Mann und das Meer, habe natürlich einen Trockentauchanzug. Ich tauche mit meinem wunderbaren Avatar. Und der ist natürlich für das hier, muss ich sehr ehrlich sagen, ist er natürlich perfekt. Also, wenn du hier den ganzen Tag im Wasser bist und da hängt er,
den ganzen Tag im Wasser bist, da ist das schon ein bisschen frisch. So, ich muss euch jetzt mal kurz ablegen, weil ich muss den Anzug losmachen. So, jetzt habe ich euch wieder. Also mit der Kamera in der Hand und mit einer Hand kriegst du den Anzug natürlich nicht von diesem System hier weg. Also von daher habe ich euch da mal kurz neben hingelegt. Wackelt jetzt ein bisschen. Anzug auf die Schulter. Und jetzt geht's wieder nach vorne. Mein Jacket ist im Schränkchen, weil das Aufhängen, das wird nicht funktionieren, das ist ein bisschen zu schwer. Da, das sind meine Locker, die 69 und die 71. Und da ist dann natürlich so einiges drin. Meine Maresflossen, die ich schon ewig habe. Und hier ist natürlich mein Speleo Side Mount Jacket. Ziehen wir uns mal unseren Unterzieher an. Und da benutze ich natürlich meinen wunderschönen Entegris. So, wichtig immer ganz zumachen, weil wenn das nicht der Fall ist, bei mir schon zweimal, klack, zu, läuft das gute Stück voll. Ist nicht so schön. So, schauen, Luft rauslassen. Gut. So. Sind wir fertig? Jetzt warten wir auf unsere Kollegen. Auf unseren Kollegen. Eingetragen sind wir schon auf der Liste. Wir fahren mit dem Boot raus und schwimmen zurück. Und sind wie gesagt zu zweit. Also ist ganz easy, easy going heute. Und jetzt heißt es natürlich wieder den ganzen Krempel hier auseinanderbauen und uns wieder hübsch machen und fertig machen für den nächsten. Ne? Aber war alles wie geplant. Wir sind alle wieder zurückgekommen. Und das ist immer ganz wichtig, dass man keinen verliert oder was. Ja. Und ich denke mir, es hat schon Spaß gemacht.
jetzt ziehen wir das ganze Gerüttel wieder aus. Und rüsten uns für den nächsten Tauchgang.